μισή κίνη. Ο Υιός μου, τον Υιό μου της Εύης. Δεωριστή. Alexios, du bist zurück. Muss los, tut mir leid. Warte, wohin? Ich bin bald zurück. Wir sehen uns bei Aspasia. Manchmal glaube ich, du bist mir viel zu ähnlich. Freunde, ich weiß, ihr seid zornig. Und ihr habt jedes Recht dazu. Alexios, schön, dass du wieder da bist. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer nicht der Seuche erlag, rennt wild durch die Straßen. Der Tod geht umher und das ist nur eine Warnung. Wir haben die wahre Krankheit zu lange ignoriert. Kleon! Wie kannst du dich in solchen Zeiten um ihn sorgen? Wenn er herrscht, verlieren wir den Glanz und die Freiheit, die Athen groß gemacht haben. Es wird Zeit, meinen Worten Taten folgen zu lassen. Wie? Ich sag Bescheid, wenn mir was einfällt. Begreif, dass Perikles ein kranker Mann ist. Werf ihm das nicht vor. Werf ihm vor, dass er diesen Fluch... Was passiert? Oh, Alexios. Du bist zurück in Athen. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Nichts geht mehr. Es ist so laut wie auf einem Schlachtfeld da draußen. Und so brutal. Sie fordern Perikles Kopf. Als ob er wissen müsste, wie man dieser Katastrophe begegnet. Niemand ist auf das Ende der Welt vorbereitet. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihr Name, ihr Schiff. Alexios, jetzt ist nicht die Zeit. Perikles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Perikles ist ein starker Mann. Er kann die Krankheit besiegen. Du hast sie gehört. Er kann sich nicht verteidigen. Er wird ohne Ruhm sterben. Die Athener kennen ihn schon viel länger als diese Seuche. Er gab ihnen eine Stimme. Seine Errungenschaften sprechen für ihn. Oh. Perikles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Ein Versuch ist es wert. Aspasia, mein Stern. Ich sagte doch. Ich bin's, Alexios. Ja, tritt ein. Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Ich gebe zu, du siehst nicht besonders gut aus. Und genauso fühle ich mich auch. Ich bringe dir Medizin. Ah, ja. Meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Kleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja. Ja. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Vieles hat sich verändert. Ich kann mich nicht mal gerade halten, um dem Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich.
Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Nein, hast du nicht. Es ist nett, aber falsch. Aspasia muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athena genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Ich sollte dort auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Kleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Kleon mich nicht so sieht. Doch für mehr kann ich ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Nicht die Götter sind schuld, sondern die Welt. Sie steht auf dem Kopf. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon mein größtes Vermächtnis an Athen. Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Alexios. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut. Perikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurückerwartet. Ich sah sie in der Menge draußen. Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen? Bestimmt ist alles in Ordnung. Hat Perikles dir erzählt, was ich ihm über den Kult gesagt habe? Der Kult. Ich dachte, da spreche nur die Krankheit aus ihm. Es ist wahr, aber Phoebe ist klug. Sie kennt den Weg zurück. Das hoffe ich. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Chere. Das ist der richtige Ort. Bei den Göttern. Was ist dir passiert?
Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Deimos muss ihre Drohung wahrgemacht haben. Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Ich grüße dich. Liebhaber. Alexios! Geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Perikles finden. Er wird vermisst. Das ist mir scheißegal! Sag mir, wo Aspasia ist! Alexios! Tut mir leid. Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Perikles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit ihm. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. Da bist du ja, Alexios. Beeilung. Perikles könnte da drin sein. Was ist in dich gefahren? Phoebe wurde getötet. Von Kultisten. Bevor ich bei ihr war. Oh nein. Arme Phoebe. Sie starb allein auf der Straße. Nein, du fandest sie. Sie war nicht allein. Ich weiß, wie gut ihr befreundet wart. Damit lasse ich sie nicht davonkommen. Du musst kämpfen. Für sie. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Perikles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Perikles... Los!
Ich werde alles zerstören, was du je erschaffen hast. Athen gehört mir. Perikles! Komm mir nicht in die Quere. Alles ist verloren. Er war ein großer Mann. Vielleicht größer, als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen ein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Niemals. Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir, zur Sicherheit. Stopp! Kleon hat befohlen, dass niemand Athen verlässt. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen. Ich gehe nicht. Geh! Lass sie nicht fliehen! Luft ist rein. Gehen wir. Wir werden hier bleiben, Alexios. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athener in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Ihr wisst, was mit Perikles geschah. Soll mit euch dasselbe geschehen? Wenn alle Gegenstimmen verschwinden, wird sich das Volk nicht gegen ihn wenden. Man braucht mich hier. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen, ihr beide. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Alexios. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Es kommt mir vor, als hätte ich alle enttäuscht. Ich habe sie nicht rechtzeitig erreicht. Traf nicht die richtigen Entscheidungen. Du bist nicht schuld. Niemand ist daran schuld, außer dem Kult des Kosmos. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen.
richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix. Der ist kaum zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Und dann? Man betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Heldenmut. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelte ihn zu Asche, bevor er auch nur halb unten war. Ich schätze, einige Rätsel bleiben besser unerforscht. Störer, aber war das? Was sei? Vor Jahren in einer hellen Nacht segelte ich mit meinem alten Freund Garros nach Samos, als wir hörten, dass in der Dunkelheit unsere Namen gesungen wurden. Der Gesang war so süß, dass wir vergaßen, wie man sind. Sag nicht, du hast die Sirenen gesehen. Ich hielt mir die Ohren zu, um dem Gesang zu entgehen. Doch als ich Garros warnen wollte, war er fort und ich sah ihn nie wieder. Das tut mir leid. Wenn die See ruht, weißt du nie, wo sie dich hinführt. Vielleicht ist Garros jetzt König in einem fernen Land. Man weiß. Warum? Weil Charybdis und Scylla auf dem Grund des Meeres lauern, schätze ich. Nein, Kraken! Und zwar viele! Ha! Nur Piraten ist mehr nah dran. Sollen wir uns kampfbereit machen? Oder ins Wasser! An die Wellen! Langsam ist das ganze Show! Meine bereit! Schatz, halte dein Schuss bereit! Feuer! Feuer! Feuer!
offene Gewässer! Segel 1!